Sie beide haben ein Buch geschrieben miteinander, Klick und Weg heißt es. Es ist ein Ausstiegsplan aus Facebook quasi. Das stimmt. Mal kurz beschreiben, was darf ich mir darunter vorstellen? Im Grunde geht es eigentlich, also die Ausgangslage für dieses Buch ist, dass wenn wir mal 10 Jahre zurückblicken oder ein gutes Jahrzehnt, also als das erste iPhone auf den Markt kam, das ist tatsächlich ja noch nicht so lange her, und Facebook durchstartete und die ganzen Social Media Geschichten, dass sich unsere Welt massiv verändert hat. Und das war im Grunde auch der Anlass, dieses Buch zu schreiben. Im Grunde, ich sage eigentlich, Facebook und Social Media entvölkern die reale Welt und siedeln den Mensch immer mehr in die digitale Welt um. Und auf diese Art und Weise verödet natürlich unsere reale Welt. Wenn man sich jetzt mal in Restaurants, U-Bahn und so umguckt, alle Leute starren nur noch auf ihre Smartphones. Eigentlich hat dieses Fake-Leben, deshalb auch Goodbye Fakebook, das hat eigentlich das echte Leben abgelöst. Und wir versuchen immer, also immer mehr Leute haben eigentlich Probleme mit diesem Thema oder vielleicht auch kein Problem, nehmen das auch nicht wahr, aber irgendwie versuchen wir, denen einen Weg zurück in das echte Leben zu ermöglichen halt. Und Herr Jetzi, kann man auch sagen, Sie als Mediziner, kann man da von einer Sucht wirklich auch sprechen? Grundsätzlich ja. Natürlich gibt es viele Menschen, die kein Problem haben, die so vernünftig und in Massen konsumieren, dass sie kein Problem entwickeln. Aber vergleichen wir es mit Alkohol. Da ist ja auch so, nicht jeder, der ein Glas Wein trinkt, ist ein Alkoholiker. Aber es gibt jene, die es übertreiben. Und das ist beim Internet definitiv auch der Fall. An meiner Abteilung behandeln wir eben nicht nur Menschen, die Alkohol- oder Drogenkrank sind, sondern auch Menschen, die nach Internet erkrankt sind. Gerade jetzt ist ja Facebook ein großes Thema. Es gibt den großen Datenskandal. Und perfekter Zeitpunkt für das. Es passt perfekt, witzigerweise. Ja, das ist eigentlich, jetzt kommt eigentlich so Facebook, große Manipulationsmaschine, Datendieb und all diese ganzen Themen. Der eigentliche Anlass war eigentlich aber, dass es tatsächlich auch eine riesen Einsamkeitsmaschine ist. Und das ist eben, also für mich, ich sage immer, das macht Menschen unsichtbar. Und zwar reale Menschen und die echte Welt. Ne? Und wenn du dieses Buch haben wir geschrieben, um echte Menschen für uns alle oder wieder sichtbar zu machen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir uns wieder miteinander beschäftigen und brauchen keine Likes, um uns geliked zu fühlen, sondern können wieder fühlen, wie sich anfühlt, wenn man echt gemocht und echt geliebt wird. Also das ist, glaube ich, das, was uns sehr wichtig ist auch mit dem Buch. Ist es wirklich so, dass zum Beispiel Facebook oder auch Instagram, dass das wirklich ja ein verzerrtes Bild des Lebens darstellt? Weil ich poste ja nicht, wenn es mir dreckig geht. Ich poste ja nur, wenn ich Erfolg habe, wenn ich mich schön in Szene setzen kann in diesem Sinn. Aber das ist doch wirklich eine Scheinwelt, der man eigentlich nicht trauen kann, oder? Ja, ich glaube, ich will es auch nicht verallgemeinern. Es gibt schon jene Menschen, die das auf vernünftige Art und Weise nützen. Ich glaube, der Unterschied ist, wenn ich mit jenen Menschen, die ich in der realen Welt sowieso Kontakt habe, dann gelegentlich auch online kommuniziere, das ist kein Problem. Da präsentiere ich mich auch so, wie ich wirklich bin, weil die kennen mich ohnehin. Aber natürlich jene, vor allem junge Menschen, die eigentlich mit Menschen kommunizieren online, die sie privat, also offline gar nicht kennen und auch nie kennenlernen werden, die sind natürlich versucht, sich so darzustellen, wie sie gerne wären. Und das hat auch eine gewisse Gefahr, weil ich mir dann selber nur noch mehr in dieser Rolle gefalle und in meinem echten Leben ich mir selbst vielleicht gar nicht mehr gefalle.